Jetzt ist ja die Frage, wenn man dort ist, gibt es Therapien? Also gibt es Behandlungen oder wird alles nur medikamentös gemacht? Also ich muss Ihnen sagen, grundsätzlich ist ein offenkundiges Ziel, möglichst immer zu medikamentieren. Es ist wirklich die Ausnahme, dass jemand es schafft oder das passiert, so wie bei mir, dass da Medikamente unterbleiben. Es ist feststellbar. Sie haben das verweigert, haben Sie? Ich nehme diese Medikamente nicht. Selbstverständlich, ja. Ja, weil wissen Sie, ich war vorher nicht blauäugig und das, was ich in kürzester Zeit habe erleben müssen, das ist so entsetzlich. Diese sogenannten Nebenwirkungen, die ja selbst die Hersteller dieser Medikamente bereit sind, preiszugeben. Ich bitte jeden, das durchzulesen. Und wenn Sie dann darüber hinaus diese Nebenwirkungen anhand von mitgefangenen Patienten miterleben müssen, es ist unglaublich. Das ist letztendlich medikamentös eingesperrt im eigenen Körper. Zwangsbewegungen werden ausgelöst. Die Menschen können ihren Speichelfluss nicht mehr kontrollieren. Ja? Die Menschen machen in die Hose. Die Menschen haben keinen Sexualtrieb mehr. Das wäre vielleicht nicht das Schlimmste. Aber die Palette ist sowas von weit. Es ist unglaublich. Langzeitschäden jeglicher Art. Herzprobleme, auf Organe gehen die Dinge. Ja. Ja. Der Vorwurf von Herrn Mollert ist ja eben knallhart gewesen zu sagen, also da wird nur über Medikamente gearbeitet. Nur nicht. Nee, das habe ich nicht gesagt. Das hat er auch so nicht. Das hat er, glaube ich, so habe ich ihn auch nicht verstanden. Nee, nee. Nur ist sicher nicht richtig, aber das ist die Psychiatrie als solches bietet Medikamente, Diagnose und Medikamente. Und dann käme der psychotherapeutische Teil. Wie wichtig sind Medikamente? Die Medikamente sind wichtig. Ich habe jetzt gerade einen Mann begutachtet, Jahrgang 67, der hat jemanden in der akuten Psychose getötet, völlig aus heiterem Himmel quasi, und ist dann medikamentös behandelt worden. Der ist heute ohne Psychose, der ist wieder in der Realität. Der hat eine sehr qualifizierte Ausbildung machen können, weil er einen hohen IQ hat. Den kann man jetzt auf der Grundlage der Medikamente rauslassen aus dem Maßregelvollzug. Aber der hat auch wunderbar auf Medikamente angesprochen, beziehungsweise der hatte quasi einen Beinbruch, den man schienen konnte, der geheilt ist. Jemand, der aber keinen Beinbruch hat, den man schienen kann und dann ist er heile, sondern der ohne Beinbruch in den Maßregelvollzug kommt, da ist die Frage, was will man da machen? Und da kann man dann bei bestimmten Individuen eine Psychotherapie anbieten. Oder aber es gibt auch, also da greifen Medikamente überhaupt nicht, weil er keine Krankheit hat, für die Medikamente geeignet ist. Dürfte ich was fragen? In dem konkreten Fall, Frau Dr. Ziegert, ist Ihnen da bekannt, dass dieser Herr nach wie vor auf Medikamente angewiesen ist? Ja, der wird auch noch länger darauf angewiesen sein. Der zeigt eine hohe Bereitschaft, die Medikamente zu nehmen, weil er die Angst in der Psychose, also in der schizophrenen Psychose, weil er extrem darunter leidet und weil ihn das entlastet. Also die meisten Menschen sind ja dann bereit, wenn die Medikamente indiziert sind, mitzuarbeiten oder viele. Gut. Wahrlich nicht die meisten, aber viele.